Und ein herzliches Willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Ja, ich habe jetzt mal was in der Lesung nachgeguckt, weil, ne? Ja, und ich sollte vielleicht wirklich mal besser mich in der Gegend umschauen, weil ich bin blind. Da oben ist nämlich was. Nämlich eine Brechstange. Und wo können wir mit der Brechstange hin? Ja, natürlich, dieses auf der mittleren Ebene wegmachen. Und ja, ich weiß auch, wie man hier weiterkommt. Von daher, ja. Das habe ich mir auch schon irgendwie gedacht. Diese Berge, diese Hügel stehen hier nicht umsonst. Das war mir klar. Also, das war ja irgendwie klar. Aber dass der Typ da ins Wasser springt. Ja, gut. Ich meine, Selbstmord, nicht so toll. Meine Mind ist sein Leben. Nee, soll es nicht funktionieren, dann fallen noch mal. Ich muss auf jeden Fall dahin, das ist mir klar. Na, wenigstens hat er gute Arbeit geleistet. Er ist nicht umsonst gestorben. Sagen wir es so. Laramino. Macht schon wieder. Sie streikt. So. Das ist schon wieder so hoch. Alter. Warum schafft die Lara das denn nicht? Es kann doch nur so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich da hinten hin muss. Das schafft Lara doch niemals. Das ist so hoch. Na, sag ich doch. Das ist so hoch. Irgendwie, ne? Ach nee, ey. Ich schaff das einfach nicht. Was ist denn los, Sarah? Ich muss mir Anschwung nehmen vielleicht. Ja, genau. Fall dadurch. Sehr gut, Lara. Endlich, ja. Endlich. Speichern, damit ich mich nicht aufrege, wenn ich gleich wieder fehle. Oh, Lara, sehr gut. Ich dachte schon, du machst wieder einen Fehler. Na gut. Ja, und jetzt können wir nämlich hier lang gehen. Der andere Weg hat anscheinend nichts zu bedeuten. Na gut. Dann hoch da. Natürlich. Wir machen es aber immer einfach. Wir krabbeln einfach da runter her. Ich glaube, ja, funktioniert so. Ich habe mir gedacht, ich sterbe jetzt.
Naja, weil irgendwie, weil hinter noch irgendwie angesägt wird oder so, keine Ahnung. Schneemaschinen anscheinend. Damit haben sie wahrscheinlich den Menschen auch die Beine platt gemacht oder so. Keine Ahnung. Da wird man mal nicht runter. Das könnte echt schmerzhaft sein. Speichern. Och. War ja ganz gemein gemacht hier. Kann ich halt einfach so runterfallen? Ich speichere mal. Ah, falsch. Mal gucken, wo ich jetzt hinkomme. Wahrscheinlich zum... Ja, vielleicht hier, genau. Dann speichere ich hier nochmal. Ja, aber hier ist es wieder, ja, bleibt. Schau ich mal. Ah, finde ich irgendwas im Raum noch für den Umboot. Okay, ich sollte mal etwas bremsen. Na gut. Dann los, Lara, du schaffst das schon irgendwie. Ich glaube an dich. Das ist auch einfach so da hoch, ja. Ich will schon mit Sturm laufen irgendwie. Habt ihr gesehen? Stilvoll in der Luft. Ah, habt ihr Welt zu Ende anscheinend. Sieht man ja. In der Wand. Ich werde hier mal speichern. Ich hätte es nicht nochmal machen muss. Geschafft. Aua. Oh, direkt gesessen. Das hat bestimmt wehgetan. Immer nur Boing.
Oh. Aua, Lara, das war schmerzhaft. Das glaube ich dir. Das glaube ich ja sogar. Das hat mich schon wehgetan. Es sah aber auch lustig aus, wie durch die Wand geglitscht ist und... Autsch. Ja, Lara, tut mir leid. Manche Sachen tun nun mal weh, ne? Okay. Dann... Raus hier. Dann muss ich wahrscheinlich irgendwas hier machen. Ja, eine Koba. Brechstange. Und die Tür öffnet sich. Ja, ist eine Batterie. Ja. Ja, ich denke mal, es wird um das U-Boot sein. Für was sonst? Weil da ist hier noch ein Weg und ist auch noch ein Türchen, wo ich lang muss. Deswegen denke ich mal, dass es dann da lang geht. Und ich sollte auch mal speichern. Weil sonst weine ich wieder, wenn ich sterbe. Und rein, ja. Könnte die letzte Minecraft-Fahrt werden, die wir bekommen. Genieße sie, Lara. Ich kenne das ja nicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Wenn ich vielleicht noch mit nur links rausfahren muss. Wir kennen den Weg ja schon. Wir wissen, dass wir dich da ducken müssen. Also sind wir da angesägt, angebohrt. Lara lebt noch, das ist gut. Und haben alles richtig gemacht. Ja. Ich habe mal gerade gesehen, was wir machen müssen. Das habt ihr auch gesehen. Ja, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Gar nicht drauf geachtet. Seht euch erstmal an. Hier könnt ihr noch eine Batterie reinpassen. Da sind zwei Löcher. Wer hätte es gedacht? Mal die Musik. Kann ich jetzt irgendwie... Der Code... Wieso liegt man nicht im Koffer? Kann ich nicht benutzen? Das ist alles richtig anscheinend. Dann speichere ich. Und dann geht's ins Wasser. Dann müssen wir da runter. Ach, hier war der Schacht. Hier war der Schacht. Okay. Uah. Okay. Das U-Boot ist ja jetzt nach unten. Deswegen... Mal sehen. Ja, Lara, lade ich auf. Bin aufgeladen, ein bisschen bereit. Dann speichere ich. Okay. U-Boot rein. Oh, es war so knapp. Ja. Da hätte ich anders schwimmen müssen. Na gut, das wird jetzt nicht so einfach werden. Und mich ein wenig konzentrieren. Hoch, hoch, oh, das war verdammt nochmal klar. Ein halbes, damit das wohl ganz sein, aber... Dann nehme ich jetzt noch ein halbes. Ein großes verschwinden. Okay. Ich hoffe, da unten ist offen, weil sonst wird es ja irgendwie lustig. Funktioniert ja prima. Ja, da ist offen, da ist offen. Schnell rein da. Was haben wir hier? Nein!
voll Luft. Ach, okay. Dann wissen wir schon mal Bescheid, dass er Luft. Okay. Das wird jetzt wieder funny. Hä? Oh, ich habe nicht im U-Book gespeichert. Ah, nee, das war schlecht. Das war schlecht. Ja, man weiß auch nicht, wie man so richtig da hochkommt, ne? Man muss halt sich noch drehen und wenden und ja. Hier in den RX-Minen. Ach Mann, jetzt habe ich nicht gespeichert im U-Boot. Das war vielleicht nicht sehr vorteilhaft. Das war eigentlich nicht schlecht. Ma. Irgendwas bietet? Hm? Ah, nein, das große Medikit, okay. Am großen Medikit ist noch eins. Das ist so gewollt, weil vorher war ja nämlich noch keins. Ah, das habe ich gar nicht gespeichert. Okay, egal, müssen wir es jetzt schaffen. Nein! Oh. Nein, ich schaffe nicht nachher. Ach, oh Mann. Habe ich mich irgendwie... Ja, yeah, genau. Ich muss im U-Boot speichern, sonst... Ja. Ach Mann. Da hat sich nicht da hochgezogen. Bist doof, Lara. Ich mag dich nicht. Hier dauert das viel zu lang schon. Das ist. Ich hänge da schon eine Sekunde zu lang. Irgendwo hoch. Einfach nur irgendwo hoch, Lara. Und jetzt werde ich auch speichern. Weil ich aufgeladen bin. So. Speichern und so, weiter geht's. Nee, das war schlecht. Das war schlecht. Wir haben die geschafft. Nee, Alter, ich häng da immer noch fest. Ach, guck mal, ich häng fest. Das geht doch nicht. Mano. Ein Stückchen zu weit geradeaus. Dann müssen wir von der anderen Seite. Ah, habt ihr ja gerade gesehen, da war nicht was los. Hier. Na so. Das war gut. Das war gut. Aber ganz knapp. Dann kann ich hier ein großes Medikit nutzen. Und auch gleich wieder speichern. Aber wie geht's jetzt weiter? Irgendwo noch einmal anders lang. Mal gucken. Ich bin noch mal zurück, ob es noch nur anders irgendwo lang geht. Ja. Da ist ein Weg. Habe ich erst gesehen. Ich habe gerade gesehen. Okay. Dann los. Mach einfach nur hoch, okay. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich speichere. Oh, so, von 200%ig. Puh, war nicht einfach. Nie wieder gehe ich da runter. Das Spiel sagen wir mir, ich gehe nie wieder da runter. Außer ich habe einen Taucheranzug, den ich warm hält. Wo sind wir hier denn?
Da ist noch so ein Fritze. Hallo? Eine Brücke. Und ich habe ja das Gefühl, dass sie einstürzen wird, wenn ich darüber gehe. Deswegen. Ja, springe ich schneller. Nee, ich fühle mich ja nur gut. Ein Schalter, da ist noch so ein Krabbelvieh. Welche Statuen. Da ist noch so ein Krabbelvieh. Mal in Ruhe. Nein, ist in Ruhe. Oh, ist in Ruhe, ist in Ruhe. Stirb halt. Nein! Lara, da bist du mal runtergefallen. Aber ich hab gespeichert, Leute. Na dann. Ja. Ach, komm, müssen die auch wieder da runterspringen? Nein, schon wieder. Ja, das ist ja fair. Aber hier unten ist noch nichts. Ich werde gar nichts mehr machen. Ja, genau, Lara. Ach, da hoch. Das ist das Medikit daneben. Und ich werde einfach mal weitergehen. Das glotzt mich nicht an. Nö, Lara ist nicht zu haben. Tut mir leid. Typ, ich bin nicht zu haben. Glotzt nicht so. Ah, ein Mini-Kopfmaß. Alles klar. Und das ist ja nicht. Und hier ist gar nichts. Okay. Ach, dann. Wenn nichts ist. Alter, vielleicht zwei von euch. Ja, mal gern. Einfach nur sterben. Alter, schon so. Nee, nicht mehr anspucken. Stirb endlich. Los, stirb! 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 Wir müssen noch leben. Alter! Danke! Okay. Ein Schalter, der öffnet wahrscheinlich diese Tür. Und ein Alarm geht los. Okay. Die Tür schließt sich. Gut. Oh, Level Sender. Ja. Wir sind erstmal gestorben. Eine Stunde haben wir ungefähr das Level gebraucht. Nichts. Speichere ich hier und mache auch einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.